Hallo Leute und herzlich willkommen zu Home From Work 2. Kurz bevor das Video losgeht, ich bin ein bisschen angeschlagen, macht euch da aber keine Sorgen, ist eigentlich nichts Ernstes, hoffe ich mal. Erstmal tut es mir auch noch leid, dass samstags kein Video kam. Ich war ein bisschen verplant, aber egal, hoffe ich jetzt mal. Und wie man vielleicht schon erkennen kann, ist das Ganze ein Horrorspiel. Ja, ich habe mir gedacht, es ist jetzt gerade, ja, ein bisschen was nach 9. Was ist besser als sonntagabends ein bisschen krank hier ein Horrorspiel zu spielen? Ist doch nichts verkehrt, oder? Ich würde sagen, es tut mir leid, falls ich immer wieder die Nase selbst putzen muss, aber es ist halt einfach scheiße, weil ich habe keinen Nasendruck plus. Ja, Bruder, geht's. Ach, ich wollte gerade sagen, geht's da auch mal los? Weil, ja, es ist halt scheiße, wenn ich jede paar Sekunden einfach ein bisschen Nasen niesen muss. Ja, ist ja. Ich habe, glaube ich, keine Anfälle so wegen Licht. Meine Mauszeiger nimmt sie mit auf, ne? Ich weiß auch gerade gar nicht, ich sehe nicht, ob das Spiel auch. Ah, doch, da geht das Spiel. Ne, was habe ich jetzt gemacht? Also im grünen Bereich, Leute. Okay, Space to Jump. F to toggle Flashlight. Oh. Wo bin ich? Okay, F ist eigentlich fürs Flashen. Ach so, hier, warte mal. Kann ich jetzt. Alter, die Maus sind ziemlich. Kann ich das umstellen? Hallo? Escape? Es gibt keinen Escape. Ja, alles klar. Aber ich habe zum Glück einen magischen Knopf an meiner Maus. Der macht das Ganze ein bisschen erträglicher. Okay, I left on the kitchen irgendwas. Ist das hier die Kitchen? Hallo? Ist hier Licht? Schalter? Ah ja, hier. Ah ne, ist nicht die Kitchen. Ist hier die Kitchen? Hallo? Wo ist der Lichtschalter? Ah, hier. Ah, hier ist die Kitchen. Ah, hier ist das Flaschen. Ah, okay, haben wir Batterie? Vermute mal, deswegen brauche ich die jetzt nicht so krass. Machen das mal über Licht. Ist immer sympathisch. Hier sind Bücher. Okay, hier geht's auch noch hoch, aber wir gucken erstmal noch hier unten. Ich will nämlich in diese Tür rein. Ah, guck, da oben steht Battery. Ist das vom ganzen Haus oder nur vom Flashlight? Okay, nee, ist nur vom Flashlight. Das geht schnell runter. Gott, wieso ist der Lichtschalter hinter der... Hallo? Ah, so ist der Lichtschalter hinter der Tür. Das ist nicht cool. Okay, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Kommen wir hier rein? Nee, okay. Vielleicht auch besser. Ich glaube, da geht's nämlich in den Keller hier unter der Treppe. Vielleicht lebt da auch Harry Potter. Man weiß es nicht. Boah, Alter, wie langsam, dass ich die Treppe hochgehe. Oh, nee. Da ist noch so ein, Dachstuck-Dings. Estrich. Oder wie man eben sagt. Vielleicht ist auch meine Stimme ein bisschen am Arsch, aber ich muss kurz für euch den... Oh Gott, ich habe gerade übel gespuckt. Ich muss für euch den Audio ein bisschen lauter machen, so. Was war da los? Nee, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf ein Horrorspiel. Irgendwie werde ich sich gerade so komisch. Oh, no. Hast du das gehört? Soll ich sie aufmachen? Hallo? Okay, da war nix. Alter, ich habe von Steps gehört. Das ist nicht cool. Alter, was heißt denn für die Dusche, ey? Okay. Nice, Alter. Können wir hier hoch? Ah, ja. Egal, wir gehen erstmal nicht hoch. Hier ist auch noch irgendwas. Auch noch wieder ein Badezimmer. Also, sie haben drei Badezimmer. Heftig. Okay, Leute, es würde mich nicht verwundern, wenn dieses Video ein bisschen kürzer ist. Weil vielleicht hört man es an meiner Stimme. Ich bin komplett am Arsch eigentlich. Und dann noch so ein Horrorspiel. Oh, da hat das Licht geflackert. Toll. Es fängt schon an. Okay, wir haben nirgends eine Notiz oder so. Ja, was muss ich denn machen? Einfach warten. Boah, nee, Digga. Oh, nee. Ich habe keinen Bock. Kann ich die Tür jetzt öffnen? Ich habe einen Herzschlag. Also hoffentlich habe ich einen Herzschlag, aber halt. Ja, oh, Puls scheinbar. Ja, ich entferne mich mal lieber ein bisschen vor dieser Tür. Oh ne, kann ich die... Tja, kann ich die Lampe hier nicht abmachen? Ich gehe lieber wieder hoch. Okay, noch scheint aber alles normal zu sein. Ich weiß auch nicht... Oh, oh nein. Oh, ja, Bruder, ich habe keinen Bock. What the hell is happening today? Nein, ich kann das Licht nicht mehr anmachen. Ernsthaft? Ich weiß halt nicht, ob es Jumpscares gibt. Und ich hätte gar keinen Bock auf Jumpscares. Ich gewinne jetzt bald. Da fühle ich mich sicher. Mann, wir haben auch eine Batterieanzeige. Das ist übel scheiße. Und die geht jedes Mal ein bisschen weiter runter. Bis sie auf Null ist. Dann sind wir wahrscheinlich gefickt. Ja, wahrscheinlich sind wir gezwungen, hier hochzugehen, oder? Hier oben ist einfach gar nichts. Ja, chillig. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, nochmal runterzugehen. Weil unten ist jetzt safe die Tür offen. Nicht durch. Mann, wieso geht denn das Licht nicht mehr? Ist hier irgendwo ein Lichtschalter? Also, Hauptschalter? Sind scheinbar auch nix, Alter. Genau, das meine ich. Bin halt immer noch ein bisschen sick. Was heißt immer noch? Eigentlich seit heute eigentlich erst richtig. Aber meine Schwester war auch erkältet und jetzt bin's ich. Let's go, danke dafür. Oh man. Ja, ich weiß halt nicht, können wir uns schlafen legen einfach? Also honestly, ich weiß nicht, was ich machen muss. Kann ich hier vielleicht richtig hoch? Ah ja, da ist nicht so viel Licht. Oh. Hinten ist Licht. Handkey. Oh nee. Das ist ein Basement Key. Ja, ganz geil. Holy shit, war das laut. Oh nee, das Licht geht wahrscheinlich immer noch nicht, oder? Aber was will ich denn mit dem Basement Key? Jetzt mal ganz ehrlich, noch nee. Gar keinen Bock.
Also, ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, das Spiel will, dass wir da runtergehen. Aber, honestly, ich will da nicht runter. Der Typ fängt auch an zu heulen, das ist ja schon schlimm. Also, Horrorspiele ohne zu kommentieren könnte ich wahrscheinlich nicht. Weil hier ist man halt noch so ein bisschen abgelenkt, so. Aber Spielen selbst ist es gar nicht lustig. Hallo? Wir sehen jemand. Junge, jetzt beruhig dich. Ich hoffe auch, dass... Ah! Licht. Oh, geil. Haben wir jetzt wieder Licht? Okay, wir lassen das doch nicht so eine dumme Idee in die Kette zu gehen. Ich glaube, wir haben schon viel zu viel Fleisch laufen. Kann das verbringen? Licht an, meine Güte. Wir haben nur noch 60%. Ich glaube, es... Boah, ich dachte gerade, diese Vase. Ich glaube, das ist ein bisschen low. Das Gute ist, diese Schalter leuchten noch so ein bisschen. Dann kann man auch hingehen, ohne immer das Flashlight zu benutzen. Hat aber keine Notiz oder so. Ich weiß auch nicht, wieso das zum Teil die Lichter anging und zum Teil nicht. Unser Typ heult jetzt zumindest auch schon nicht mehr. Auch schon mal etwas. Nee, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf so ein Spiel. Vor allem ist es doch auch so ein bisschen Psycho-Horror, oder nicht? What? Ein Kind? Jo, was ist das? Ah, das ist unten, glaube ich. Ah, das nervt tötend, so ein Kind. Yo, what? Was ist hier? Oh. Scheiße. Alter. Es war jetzt nicht so krass, der Jumpscare. Zum Glück. Aber es war... Alter, war das laut, dieser Schrei. Was ist jetzt hier oben? War das schon immer so? Hallo da. Oh, nee. Mann, Spiel. Noch jetzt nicht. Hat sie eigentlich auch Lichtschalter? Hallo? Ah, kann ich die Tür zumachen? Ah, sympathisch. Alter, wie langsam das nicht zugeht. Okay, ich gehe jetzt. Können wir eigentlich raus? Nee. Oh. Wieso ist hier jetzt das Licht schon wieder aus? Was ist mit unserem scheiß Wohnzimmer los? Habe ich das ausgemacht? Ich habe so Angst, dass ich plötzlich in den Raum gehe und dann. Pam. Jumpscare, you know? Das habe ich gar keine Lust. Ja, ich komme hier aber auch nicht immer hoch. Mein Typ atmet schon wieder komisch. Okay, das war jetzt nicht der schlimmste. Weiß nicht, der schlimmste Jumpscare, den wir je hatten, aber schon irgendwie creepy. Mann, blödes Licht. Ja, alles klar. Was passiert, wenn ich jetzt nach davor laufe? Probieren wir es aus. Ist gar nichts passiert. Hä? Oben steht's hier. Use E, press E to toggle light. Es geht nicht. Es ist kaputt. Stuhl, kann ich mich auf den Stuhl setzen? Ja. Komm, wir gehen wieder in den Keller, Alter. Vielleicht ist wieder... Mein Gott. Vielleicht wieder so eine doofe Sicherung rausgesprungen, ganz ehrlich. Sicher wieder der scheiß Poltergeist hier am Rumspielen. Eieiei. Nee, das ist noch an, okay? Lern dann mal eine Lektion fürs Leben, Alter. Soll ich mir in mein Haus kommen und mir Angst machen? Vielleicht komme ich schon wieder nicht hoch. So, wo bist du? Hab keine Angst. Ja, Licht. Nur mein Typ heult auch schon wieder. Gut, in Real Life ist es ein bisschen anders, aber jetzt im Spiel. Mein Gott, mach das Licht jetzt an. Ja, passiert hier noch was? Mach Tür wieder zu. Ah, ich dachte, ich musste niesen. Ich habe gerade so lange die Taschenlampe brennen lassen, das war ja so stupid. Naja, egal, was soll ich. Ach komm, jetzt hat er wieder das Licht ausgemacht, ja. Da suchen wir den jetzt mal im Hintern. Jetzt ist der Stuhl anders. Ist nicht gut. Wieder zum Stromkasten, Alter. Sind wir... Willst du mich verarschen? Wer bist du? Hallo? War ein bisschen unheimlich. Hä, das Licht ist noch an, ne? Irgendwie kann ich mit nichts mehr interagieren, hallo? Keine Ahnung, was mit dem Spiel los ist. Wahrscheinlich kaputt oder so. Vielleicht will das Spiel, dass wir das Gefühl haben, es ist kaputt, aber es ist nicht kaputt. So ein Brainwashing, ne? Wash, what? Was war das? Ich lese das kurz durch und dann erzähle ich euch, was da ungefähr steht. Oder ich versuch's zumindest. Okay, da steht sowas, dass er... Junge, kann das jetzt mal weggehen? Danke. Kann ich jetzt auch noch weiterspielen? Das war das Spiel. Okay, ich nehme die Kopfhörer wieder raus, weil sonst kann ich nicht reden bei diesen Geräuschen. Okay, ne, auf jeden Fall war es schon mal so, dass wir einen Freund hatten und dieser Freund hatte Probleme mit sich selber. Also, Digga, jetzt höre ich selbst schon solche Sachen, ey. Oh Gott, nein, Alter, was habe ich gemacht? Auf jeden Fall hat er erzählt, dass sein Kollege, also unser Kollege im Spiel, er hatte irgendwie Probleme mit sich selber, irgendwie, keine Ahnung was. Und dann wollten wir ihn besuchen gehen, kamen spät nach Hause. Und jedes Mal, oder seit wir dort waren, hörten wir so komische Geräusche, die wir nicht erklären konnten. Und dann wurden es auch Bewegungen, zum Beispiel mit Stühlen und so. Und heute hat das Ganze schon mal überhand genommen und wir sind verreckt, kann das sein? Ich weiß nicht genau, vielleicht könnt ihr besser Englisch, könnt ihr es übersetzen. Ich glaube, ich habe euch einmal den ganzen Text eingeblendet, hoffe ich mal. Schnitt, Janik. Ich hoffe, du machst das. Ich hoffe, meine Stimme hat euch nicht zu fest gestört, allgemein, dass ich so ein bisschen sick bin. Ist heute wahrscheinlich ein etwas kürzeres Video.
Egal, auf jeden Fall habe ich mir dieses Wochenende ein paar Horrorspiele rausgesucht, die nicht so schlecht sein sollten. Ja, wir werden vielleicht auch Outlast noch spielen irgendwann und alles mögliche. Auf jeden Fall war es das mit Home From Work 2. Morgen geht's wahrscheinlich weiter mit Formel 1 oder Cooking Simulator oder Phasmophobia oder irgendwas. Vielleicht auch wieder ein Indie-Game. Also, ist ja nicht unbedingt ein Indie-Game, aber ein Horror-Game. Das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Wir werden es sehen. Dann würde ich sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Oh, is it what do you see as you twist the tiles beneath our feet?